Willkommen zu einer weiteren Folge von Deltarune. Ich und Walsei sind alleine. Susi hat sich auf den Staub gemacht. Ein gigantischer See von Säure. Oh, du meinst der freie Pool. Du willst lernen, wie man sich liebt wie eine Familie. Warum hast du so etwas? Das hier ist von meiner Menschen, die Energiequelle, und es macht sehr viel Spaß, sie zu trinken. Tschüss, hahaha. Wie sollen wir das denn durchqueren? Ich glaube, das funktioniert. Haha. Nein, ich darf nicht mehr zurück. Nun, muss mir einen Weg verlassen, wie ich die Königin ablenke. Oh wow, ich bin gerade abgelenkt. Das ist ein kleiner Witz, Katzin. Ich kann nicht beschleunigen, ich komme nur nach oben und unten. Was sind das für kleine Häuser? Das ist für tropische Gäste, für meine tropischen Gegner, die nicht so vorsichtig waren. Wie passt irgendjemand rein? Von der Säure geschrumpft werden. Chris, hol dir die Banane. Chris. Du machst nicht das, was gesagt wird. Ha, Trottel, ich wollte, dass sie ausweicht. Nun werdet ihr Possessium-Defizite erleiden. Scheint so, als ob wir in einen Tunnel geraten. Irgendetwas blockiert unseren Weg. Vielleicht können wir einen Weg hier drumherum finden. Ja, in der Tat. Es gibt Wege drumherum. Und zwar hier mit so einem Hauspuzzle. Und zwar mit den Schaltern kann man hier immer die Wege umstellen. Was haben wir hier? Es gibt viele optionale Wege. Danke für deine Hilfe. Ich wollte hier das Knaus reinigen, aber bin stecken geblieben. Nein. So nicht. Hier kann ich nicht interagieren. Kann ich das andere aufmachen? Ich glaube, wir müssen das hier einfach holen. Ja, wobei das ist sowieso useless. Okay, das hat es jetzt nicht gebracht. Hier ist ja wenigstens alles schön eingezeichnet. Okay, was ist da oben? So komme ich zumindest hoch. Aha. Aber das war es wahrscheinlich noch nicht. Was haben wir denn hier? Die sind ja schon müde. So, Revive Dust. Dafür hat es sich doch gelohnt. Sind wir hier für ein Spiel? Die Mäuse haben $1 gefunden. Du hast nichts erhalten. Die Mäuse haben $10 gefunden. Du hast nichts erhalten. Da
Ich glaube, ich verstehe schon. Die Mäuse gehen hier immer über den Weg und wie ist es hier? Also wenn eine gerade Strecke ist, gehen dann auch weiter nach geradeaus. Ah ne, die gehen wahrscheinlich immer wieder nach oben. Und wenn ich das hier aktiviere, dann gehen die nach unten. Hier gehen die nach unten. Und hier ist dann das unterste. Wenn ich das so aktiviere. Quatsch. Scheint so, als ob sich die Brücke sich erhoben hat. Jetzt können wir hier weiter. Scheint so, als ob die Ende jetzt nicht mehr den Weg versperren. Und wir haben hier einen Shortcut zurück. Ist das nicht wunderschön? Lass uns reingehen, Chris. Chris, hey Chris. Es ist merkwürdig, das zu sagen, aber es ist nett, mit dir Zeit verbracht zu haben. Ich fühle genau dasselbe. Ich bin wirklich froh, von dir das zu hören, Chris. Wenn wir uns das erste Mal getroffen haben, ich war so nervös über den ersten Eindruck. Ich habe sogar mein Gesicht versteckt, damit du es nicht siehst. Wie könnte ich denn so ein Freund sein? Alles, was du tun musst, ist nett zu sein, ist, was ich mir gedacht habe. Aber ich glaube, ich habe realisiert, dass Freunde zu sein, ist mehr als das, oder? Susi, sie ist manchmal überhaupt gar nicht nett. Sie ist selbstsüchtig, sie ist unhöflich und sie ist sarkastisch. Aber ist es nicht wunderschön, dass sie selbst ist? Ist das... Das ist das, worüber ich heute nachgedacht habe. Und natürlich, Chris, es ist schön, dass du bist. Ja, es ist auch schön, dass Ralsei ist. Huh? Niemand hat mir das vorher zu mir gesagt. Ich meine, alles ist das erste Mal für mich, aber das von dir zu hören, es fühlt sich ja eine Menge an. Haha. Ich habe mich nur gefragt, was es wirklich ist, wie Ralsei zu sein. Tut mir leid, ich habe gerade den Faden verloren. Lass uns hier die Fahrt weiter genießen, Chris. Haha. Hahaha. Oh, jetzt wird's schön. Wow, Chris. Schau dir all diese Häuser an. Ich frage mich, was passiert, wenn wir die in ihre Farbe ändern. Gihaha! Diese Würmer haben wirklich gedacht, dass sie zuletzt mich sehen. Kyps, ahoi, Landratten! Ah, ihr seid bereit, hier David Jones Loki zu besuchen. Könntest du nicht mit mehr als einem Akzent reden? Ja, okay. Oh, Mr. Rooks. Ich habe mich gerade erinnert. Lancer, geht's ihm nicht gut? Oh, meine Güte. Hast du versucht, ihn zu stoßen? Vielleicht gib ihm mal einen Schluck von dem meditalen Gingeröl. Warte, ich... Hab euch Landratten noch nicht verschont? Ich muss hier diese Insel durchqueren und euch besiegen. Dann werde ich erfolgreich die Insel durchquert haben. Die wunderschöne Königin soll mich dafür belohnen, indem sie mich ihr linker Handmann macht. Ha, mich, der ultimative kleine Minion. Nun... Seid ihr bereit für die Form von Zerstörung? Was auch immer das Ding ist, ist das schon wieder? Haha, seid ihr jetzt schon neidisch für mein Kampfschiff?
Das ist das, was die antiken Götter von Kämpfen erschaffen haben. Ich habe das hier von dem Müll des Königs aufgehoben und habe es repariert in dieser wunderschönen Müllshop. Das ist eigentlich verworfenes Design, was wir gemacht haben. Haha, und schon werdet ihr bald den Geschmack von Ablehnung genießen. Zuerst in der Form von den verschiedenen Kugeln. Die Müllmaschine kämpft gegen dich. Also wie war nochmal der Kampf? Also man muss mehr Häuser nehmen als der Gegner, so war das. Natürlich Häuser nehmen, ein Haus nehmen ist gratis, aber mehr Häuser kosten halt auch mehr TP. 4, 14 und das sind 32. Und ab 3 Häuser verbrauche ich auch Häuser als Zug. Also. Ich nehme mal diese 3 Häuser. Fertig. Man muss halt die meisten Häuser sammeln. Derjenige gewinnt. Scheint so, als ob die TP-Regeneration gebufft ist. Ich nehme schon wieder 3 Häuser. Fertig. Schon wird der Sieg mein sein. Also eigentlich kann ich schon gar nicht gewinnen, weil ich ihn schon bereits blockiert habe. Man kann immer nur das nächste Feld horizontal, vertikal oder diagonal nehmen. Und ich habe jetzt schon sozusagen schon eingekesselt in seinem Bereich, das kleiner ist als meins. Aber ich kann auch durch den Kampf noch geschlagen werden, das darf man nicht vergessen. Bald Victory wird mein sein und die Königin. Ja, das kennen wir schon. Oh, verdammt. 18 TP reicht für 2 Häuser. Fertig. Kamt. Was passiert, wenn wir gewinnen? Na, scheint, als ob das Spiel vorbei ist. Was? Wie könnt ihr es wagen, mehr Häuser zu haben als ich? Okay. Schluss mit dem Kampf. Du hast gewonnen. 0 XP und 210 Dark Dollar. Ah, hahaha. Du hast triumphiert. Nicht. Du hast nur 1% von der Kampfkraft meiner Waffen erfahren. Hihaha. Halt euch fest, Würmer. Die wahre Kraft von Wulks Kart. Gott. Verdammt. Ah, das ist richtig. Wulks ist nicht kompatibel mit dieser Welt. Nun, lass uns gehen, Chris. Mach hier wieder das Schiff, steuert automatisch. Diesmal, doch, ich kann mich nicht mehr nach oben, nach unten bewegen, sondern es steuert halt wirklich 100% automatisch. Schaut, als ob es fast vorbei wäre, Chris. Oh, da ist eine Kamera, sollten wir posen. Peace sein. Boah, ich wette, das muss ein wunderschönes Bild sein. Übrigens haben die von der Kamera sich wegbewegt. Das heißt, warte mal, wir waren in der falschen Richtung. Ah ja, ihr verlasst mich jetzt hier einfach. Ihr zeigt mir erstmal das Bild. Das war eine nette Bootour, oder, Chris? Chris, fragst du dich, was Susi jetzt gerade macht? Jupp. Nun, warum schließt nicht deine Augen und denkst darüber nach, was sie gerade macht? Was für ein merkwürdiger Mond. Es scheint, als ob das nicht ist, was ich je zuvor gesehen habe. Das ist ein Baseball. Diese Welt. Ich wünschte mir, das könnte sie sehen.
Ist hier jemand? Warte, wer seid ihr? Hey, ihr könnt nicht jemanden einfangen, der schon bereits eingefangen ist. Susi, du hast mich gerettet. Gewöhn dich aber nicht daran. Okay, ich werde es nicht. Schöner Mond, ja. Aber ist er nicht komisch, oder? Wie sind wir denn hierher gekommen? Nein, was ist das überhaupt für ein Ort? Es ist beides richtig. Dark World? Du hast gerade nur einen Traum. Oh, das ist richtig. Richtig, du bist hier, das heißt, es muss ein Traum sein. Was? Ich meine, die echte Susi würde mich wahrscheinlich nicht retten, oder? Sie würde sich wahrscheinlich schon nicht mal sich um mich kümmern. Würdest du das denken? Weil sie sich um niemanden kümmert? Nun, fair, aber... Hast du dich wirklich gefragt, warum Susi niemals sich um dich kümmert hat? All die Zeit... Vielleicht ist das, weil sie immer als erstes zur Klasse gekommen ist. Du hast ihr einer deiner Stifte geliehen. Dann hast du etwas ausgepackt, was sehr nach einer Süßigkeit oder so etwas aussah. Und das hat doch nicht aber wirklich geschmeckt wie eine Süßigkeit. Und dann hast du dich erinnert zu lächeln und hast dich dann dazu entschieden, mich zu verschonen, weißt du? Das ist wirklich sehr spezifisch. Ja, nun, warte. Hast du den Stift gegessen? Ich meine, schau. Hey, so, hast du über mich geträumt? Nun, es wird Zeit für mich, dass ich mein Projekt beende. Ha. Okay, Susi. Schlag mich mittags und wache auf. Mach mich auf, warte. Nein, das kann ich nicht machen. Warum nicht? Es ist nur ein Traum, also. Ich meine. Willst du nicht mit mir etwas mehr Zeit verbringen? Ich glaube, Beardly kann auch etwas länger warten. Okay, dann lass uns hier rausgehen. Alles, was wir machen müssen, ist hier rechts rüber zu gehen und. Hier drüben ist mit einem Herz umzogenes Riesenrad. Warte. Was? Warum zögerst du? Komm hier drauf. Tut mir leid. Was zum Teufel soll ich jetzt hier tun? Verdammt, Chris würde wissen, was zu tun ist. Point and Hearts come out oder Moos essen. Ja, aufzeigen und Herzen kommen raus. Eigentlich, vielleicht würde Chris nicht wissen, was zu tun ist. Also, Riesenräder, da fragt man sich, für was. Was für ein Auto sie gemacht worden sind. Es ist anders als einen mit Chris zu reiten. Was zum Teufel? Hast du etwa Höhenangst? Nein, ich liebe Höhe, ha. Du bist am Zittern. Nun, vielleicht bin ich ein bisschen ängstlich, aber ich, um ehrlich zu sein, ich mag gruselige Dinge. Was meinst du? Als ich kleiner war, dann bin ich und meine Schwester sind immer lange liegen länger wach. Und zwar noch weit über unsere Bettzeit hinaus, um uns Horrorfilme anzuschauen. Zuerst habe ich immer geweint, aber nun
mag ich es, sie wirklich sich anzuschauen. Das macht mich irgendwie ganz. Das ist irgendwie da doch etwas vertraut. Konform. Oder sagen wir mal, ich habe oder sich dran gewöhnt oder beruhigend. Ist gruselig, aber ich kann es auch einfach ausmachen, richtig? Nun, es sind meistens Leute. Das ist gruselig, ha? Du kannst einfach sagen, was du meinst. Nun, ich glaube, du auch, aber das ist was nett über dich ist, verstehst du? Nett? Was zum Teufel bedeutet das? Du bist die gute Art von gruselig. Du hast keine Angst, Regeln zu brechen, verstehst du? Ich wünschte, ich könnte mir verrücktes Zeugs wie du machen. Etwas do something nuts, do something crazy. Gehen wir mal nuts. So, wenn du etwas willst, dass ich etwas Verrücktes jetzt mache, warum würdest du... Nun, ich würde gerne aus dem Fenster springen. Hä? Ist ein Traum, richtig? Ich möchte große Feenflügel wachsen lassen und fliegen so weit wie ich kann und alles hinter mir zurücklassen. Der Horizont scheint wie aus dem Licht von Urlaub. Das ist sehr schön. Warte, du würdest dich hier ernsthaft ausspringen, oder? Haha, keine Versprechen. Susi, was würdest du tun, wenn du mich da siehst? Ich, würde etwas Romantisches sagen. Irgendwie alles so klein zu sehen, fühlt sich irgendwie an, als wäre ich Suizilla oder irgendetwas, was ich, in dem ich die Stadt zerstören könnte. Ich wusste, dass Susi nichts Romantisches sagen würde. Haha. Ha, Susi. Ja. Das mit dem Haha, da haben wir beinahe dasselbe gesagt. Ich hab's nicht gelesen, ich hab weggeguckt. Hey, was? Ist Susilla zu sein etwas, worüber du eine Menge nachdenkst? Nun. Ich glaube, ich sag jetzt mal die Wahrheit. Nee, ich hab's ja gerade ausgedacht. Macht dein Schwanz immer das, wenn du lügst? Hey! Schau mich nicht an! Ich habe keinen Schwanz, es ist ein Teil von einem Traum. Oh, richtig. Tut mir leid. Ich glaube, ich muss einfach das echte Leben haben. Hey, tu's nicht! Ha, Susi, alles wird okay. Schau, ich mag es nicht, Leute kennenzulernen. Nun, ich glaube, es ist ein netter Schwanz. Was auch immer. Es bewegt sich. Du hast aufgehört zu zittern. Ich glaube, ich habe mich an die Situation gewohnt. Ich auch. Nun, das war nicht zu schlecht. Ja. Seufz. Wenn ich nur Träume wie solche jeden Tag haben könnte. Vielleicht, muss es ja nicht unbedingt ein Traum sein, verstehst du, Susi? Vielleicht eines Tages könnten wir... Noelle, meine Lady, die Kavallerie ist hier, um dich zu retten. Oh, der gute Teil vom Traum ist vorbei. Es ist okay. Bündel wird uns helfen. Wir sind Verbündete. Ja, mach dir keine Angst, Noelle. Ich bin jetzt offiziell dumm. Es ist gut. Schau. Ich werde jetzt den Tag retten, okay? Viel Glück, Susi. Okay, Nugget Boy. Das ist jetzt deine Aufgabe. Lass es zu mir, meine liebe Susan. Ja, was auch immer. Mögen die Klugen mit dir sein. Sie hat uns verlassen, bevor ich irgendwas machen konnte. Noelle, es ist hart, das zu sagen. Du hast so viel für mich getan und ich, Noelle, es tut mir leid. Birdly,
du bist jetzt nicht gerade wirklich am Entschuldigen. Danke, ich verstehe, weißt du? Du warst immer nett zu mir. Auch dann, wenn es nur uns beide war. Du wolltest eine glückliche Welt für mich erschaffen. Ich bin froh, dass ich das realisiert habe. Es war scheiße. Oh. Hä? Ich meine, ja, war's in einem Weg. Darüber sich entschuldigen für das, aber ich möchte mich entschuldigen für, dass ich mich bei dich gelehnt habe oder dass du mich geführt hast. Ich weiß, dass du mich immer mir helfen wolltest, einfach weil nun du hattest einen Crush auf mich, also was? Oh, tut mir leid, bitte. Ich wollte dich hier nicht bloßstellen. Es ist verständlich, aber ich muss dir sagen, dass ich wirklich deine Freundschaft geschätzt habe, okay? Also ich fühlte, dass ich so tun musste, als ob ich diese Gefühle reproduzieren wollte. Was aber ich wollte niemals. Des Weiteren habe ich gedacht, dass ich hätte können, so, dass wir Erkundungen mit mir zusammen machen. Hä? Bitte, sei nicht neidisch. Von Susi? Was? Also, das ist warum. Geronimo! Hey, vermisst ihr mich? Natürlich nicht. Ha? Das war nur ein Witz, das war Sarkasmus, ich hab dich vermisst. Mann, wir müssen über die Bestellung nochmal reden. Oder nochmal arbeiten. Jedenfalls, lass uns gehen. Jeder ist zusammen, aber der Wind heult kalt. Du bist gefüllt mit einer gewissen Kraft. Ja. Und ich merke auch schon 27 Minuten. Es wird Zeit, den Part zu beenden. Ich glaube, beim nächsten Mal geht es sogar in Richtung Final Boss. Seid auf jeden Fall am Start. Ich bin's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich sag, ciao, Leute. Wie schmeckt ihr?